Eine spannende neue Geschichte von Max. Viel Spaß beim Anschauen. Gefällt mir, abonnieren, kommentieren. Meine Frau hat mich betrogen und jetzt stehe ich vor einer Wahl, ihr verzeihen und ein Kind akzeptieren, das nicht meines ist, oder unsere Familie zerstören und neu anfangen. Heute hat meine Frau ein Kind geboren und ich bin mir fast sicher, dass es nicht meines ist. In ein paar Stunden werde ich Gewissheit haben. Normalerweise dauert es länger, aber aufgrund der Umstände hat das Krankenhaus den DNA-Test beschleunigt. Natürlich bin ich mir sicher, dass sich dadurch nichts ändern wird. Mein Telefon klingelt ununterbrochen auf dem Tisch, während ich in einer Bar 10 Minuten vom Krankenhaus entfernt sitze. Ich starre weiter auf den Bildschirm, obwohl ich weiß, dass der Arzt mich erst in ein paar Stunden anrufen wird. Die Anrufe, die ich ignoriere, kommen von meiner Frau, meinen Kindern und Verwandten. Ich bin sicher, dass sie alle wissen wollen, was zum Teufel los ist, aber wenn es darauf ankommt, will ich das auch. Das Baby ist absolut wunderschön mit blonden Locken wie seine Mutter. Es wurde mit 3,2 Kilogramm und 48 Zentimetern geboren, ein voll entwickeltes, ideales Baby, außer dass es laut meiner Frau mindestens 6 Wochen zu früh war. Natürlich habe ich keinen medizinischen Abschluss, aber ich bin auch kein Idiot. Ein so früh geborenes Kind würde in seiner Entwicklung und Färbung nicht so perfekt aussehen. Meine Frau hat mich groß belogen und jetzt, da ich die Blinden der absoluten Liebe abgenommen habe, weiß ich, dass meine größte Angst wahr geworden ist. Das Kind, das sie als meines ausgeben wollte, ist in Wirklichkeit der Nachkomme meines verstorbenen besten Freundes. Die Kellnerin lässt mir ein Fünftel Jack Daniels da. In diesem Tempo werde ich 150 Dollar für eine Flasche ausgeben, die 25 Dollar kostet. Es ist mir egal. Ich falle wieder ins Koma. Drei Amigos war ein Leben lang her, buchstäblich in Arthurs Fall. Er, Tammy und ich waren unzertrennlich, seit unsere Familien in dasselbe Viertel gezogen waren, als wir 5 Jahre alt waren. Arthurs Familie und meine Familie zogen im Sommer in dasselbe Haus, und Tammys Familie zog im folgenden Frühling in dasselbe Haus. Bis dahin waren Arthur und ich bereits enge Freunde geworden, aber Tammy passte ohne Probleme in unsere Familie, denn damals war sie ein kompletter Wildfang. Sie lief schneller als ich und war stärker als Arthur, und es gab keinen einzigen Sport oder ein Spiel, das wir ohne sie spielten. Während andere Mädchen im Viertel mit Puppen spielten, spielte Tammy mit Arthur, mir und den anderen Jungen im Viertel Kickball oder Stickball und konkurrierte mit ihnen. Die Dinge änderten sich etwas, als wir Teenager wurden. Tammy insbesondere hatte sich körperlich verändert von einem dünnen Blonden mit langen Zöpfen zu einer jungen Frau mit wachsenden Brüsten, einem schlanken Hintern und Beinen und fließendem seidigem Haar. Arthur und ich bemerkten die Veränderungen, aber wir sprachen nie laut darüber, aus Angst, dass Tammy uns in den Dreck treten würde, obwohl wir ein Jahr später immer noch unzertrennlich waren. Ich störte mich nicht mehr an den seltenen Gelegenheiten, bei denen Arthur aus irgendeinem Grund nicht da war. In solchen Momenten schienen Tammy und ich sowohl körperlich als auch geistig näher beieinander zu sein. Tatsächlich hatte ich meinen ersten Kuss an einem Sommersonntagnachmittag, als Arthur mit seiner Familie unterwegs war und Tammy und ich zusammen auf meiner Schaukel auf der Veranda saßen. Ich erinnere mich nicht einmal, worüber wir gesprochen haben, aber plötzlich beugte sie sich zu mir und küsste mich sanft auf die Lippen. Ihre Lippen waren voll und weich und schmeckten nach dem Erdbeerlippenbalsam, den sie immer benutzte, und mein Gehirn machte plötzlich eine sehr gute Imitation des Fernsehers, der den Empfang verlor und vollständig mit Schnee bedeckt war. Wo, flüsterte ich, völlig unfähig, etwas anderes zu sagen. Tammy errötete, als wir die Augen schlossen. Ich streckte meine linke Hand aus, nahm ihre rechte Hand in meine, und wir saßen einfach zusammen und schaukelten. Arthur kam am nächsten Tag zu uns zurück, und wenn ich nicht Teil des Kusses am Tag zuvor gewesen wäre, hätte ich nie geglaubt, dass es passiert ist. Tammy kehrte zu ihrem üblichen reservierten Verhalten zurück, ohne den geringsten Hinweis darauf, dass etwas anderes passiert war. Irgendwann am Tag versuchte ich sogar, ihre Hand in meine zu nehmen, aber sie zog sie sehr ruhig weg. Ich war zumindest verwirrt. Der Weihnachtstanz meines ersten Studienjahres stand bevor, und ich dachte, es wäre der perfekte Zeitpunkt, um den offiziellen Schritt bei Tammy zu machen. Sie, Arthur und ich gingen nach der Schule nach Hause, als ich zweimal hart schluckte und dann fragte: Trace, wenn du in den nächsten Monaten nichts vorhast, möchtest du mit mir zum Weihnachtstanz gehen? Tammy, die zwischen Arthur und mir stand, als wir gingen, blieb stehen, was dazu führte, dass sowohl Arthur als auch ich stehen blieben. Ich bemerkte, dass ein Grinsen auf Arthurs Gesicht erschien, als wir stehen blieben. Ich, hey,
Ich gehe schon mit Arthur. Er hat mich gestern gefragt, Robert, sagte Tammy und sah unbeholfen aus. Arthur grinste. Tut mir leid, Robert, du hast verschlafen. Du hast verloren, schnaubte er. Ich fühlte mich wie ein Idiot. Erstens hatte ich keine Ahnung, dass Arthur irgendwelche Gedanken an Tammy hatte, und zweitens, weil es einer dieser unausgesprochenen Codes ist. Lass dich nicht mit der Freundin eines anderen ein, selbst wenn ich es gerade erst herausgefunden habe. Hey, gar, ich wollte nichts damit sagen, dass ich gefragt habe. Ich wusste es nicht, Kumpel, sagte ich. Ich habe es, Robert. Wir sind in Ordnung, sagte er fröhlich. Tammy zappelte und sah den Rest des Weges nach Hause unbeholfen aus. Er und Arthur machten Smalltalk und ich war still. Ich habe niemanden sonst gefragt, zum Tanz zu gehen, und ich wurde kein Hirsch. Ich fühlte mich von meinen beiden besten Freunden betrogen. Mein Vater sah mich am Abend des Tanzes im Haus herumschleichen und kannte den Grund dafür. Meine Eltern waren in unserem Familienzimmer und sahen fern, und ich war in meinem Schlafzimmer und hörte Musik auf dem CD-Player, als es ein leises Klopfen an der Tür gab und mein Vater den Kopf hereinsteckte. Mädchen, richtig? Sagte er, hereinkam und sich an meinen Schreibtisch setzte. Du kannst nicht mit ihnen leben, aber du kannst sie auch nicht umbringen. Ich schüttelte den Kopf, um die Spinnweben zu vertreiben. Ich sah ihn an, als wäre er gerade vom Mond gestiegen. Er grinste das Grinsen, das ich so gut kannte. Danke, Papa, sagte ich nach dem Weihnachtstanz. Drei Amigos wurden zu zwei Amigos und ihrem Freund, und zwischen uns wurde nichts mehr gesagt. Wir trainierten immer noch zusammen, aber Tammy und Arthur waren jetzt ein offizielles Paar. Sie blieben das während der gesamten Highschool. Schließlich begann ich, andere Mädchen zu treffen. Schließlich trennten sich die zwei Amigos im College. Timmy ging nach Michigan State und Arthur an die University of California. Ich ging auch nach Michigan State, aber wegen meines eigenen Männerkurs sprach ich in meinem ersten Jahr kaum mit Tammy. Sie schien von dieser Entwicklung verwirrt zu sein, aber ich wollte nicht, dass mich jemand beschuldigt, sie von Arthur wegnehmen zu wollen. Tammys Mutter kam tatsächlich eines Tages zu mir und fragte, ob ich wütend auf ihre Tochter sei. Rhonda und Mark Ford waren praktisch wie Eltern für mich, und ich respektierte sie so sehr, wie ich Idee meiner eigenen Eltern respektierte. Sie vermisst die alten Zeiten, Robert, sagte Frau F. zu mir. Es wird nie wieder so sein, Frau Ford. Wir sind nicht mehr 7 Jahre alt, und außerdem, wenn sie nicht mit mir ausgeht, dann kann ich mir niemand Besseren als Arthur vorstellen, antwortete ich. Die Situation änderte sich in meinem zweiten Studienjahr nicht, aber am Ende meines dritten Studienjahres lud Tammy mich ein, ihr Dad bei ihrem Verbindungsformal zu sein. Ich war überrascht und misstrauisch. Tammy, bist du immer noch mit Arthur zusammen? Fragte ich. Ich möchte wirklich nicht zwischen euch stehen. Arthur und ich haben uns nach dem Sommer getrennt. Er sagte mir, dass er nach der Highschool in Kalifornien bleiben würde, um Jura zu studieren, und dass er mich nicht für weitere 3 Jahre festhalten wollte. Juraschule, Arthur, das hätte ich mir nie vorstellen können, sagte ich. Unser erstes Date war bestenfalls zaghaft. Sie fragte, ob ich in Betracht ziehen würde, sie um ein zweites Date zu bitten. Beim zweiten Date küssten wir uns, und beim vierten Mal hatten wir Sex. Ich notierte mir selbst, dass sie keine Jungfrau war. Aber wenn sie nicht aufpasste, dann ich auch nicht. Wir gingen die nächsten 2 Jahre miteinander aus, bevor wir heirateten, obwohl ich dagegen war. Arthur war mein Trauzeuge. Es war für uns beide etwas unangenehm. Ich meine, einen Typen als Trauzeugen zu haben, der zuvor mit der Frau, die du heiratest, zusammen war und Sex hatte, ist nicht gerade die Standardvorgehensweise. Arthur zog direkt nach der Hochzeit zurück nach Kalifornien und ich dachte über 20 Jahre lang nicht an ihn. Unsere Tochter Kaye wurde 2 Jahre nach unserer Hochzeit geboren und unser Sohn Harold kam 2 Jahre später. Wir erfuhren von meiner Mutter, dass Arthur selten nach Hause kommt. Unsere Eltern lebten immer noch im selben Block und Frau Presco erzählte meiner Mutter, dass Arthur nach Hause gekommen sei, um sich zu verabschieden. Er hatte Krebs und weniger als 1 Jahr zu leben, also wollte er seine Eltern sehen, solange er noch fit war. Meine Mutter fragte seine Mutter, ob ein Treffen arrangiert werden könnte, damit er seine alten Freunde und andere Verwandte sehen könnte. Seine Mutter hielt das für eine großartige Idee. Arthur befand sich in den frühen Stadien der Behandlung und sah immer noch ziemlich gut aus, obwohl es offensichtlich war, dass er unglaublich deprimiert war. Er war Single, 2-mal geschieden und hatte keine Kinder. Er, Tammy und ich müssen mindestens 6 Stunden über das Leben gesprochen haben, sein Leben im Besonderen und wie es enden würde.
Gegen Ende des Abends kam Tammy auf eine Idee, die letztendlich unsere Ehe zerstören würde. Wie wäre es, wenn wir kommen und uns um dich kümmern, bis es Zeit für dich ist, ins Hospiz zu gehen? Fragte Tammy Arthur. Arthur und ich waren schockiert über das, was Tammy anbot. Das war nichts, worüber sie und ich gesprochen hatten, und auf den ersten Blick war ich mir nicht sicher, wie wir das überhaupt schaffen sollten. Er ist unser ältester Freund, Robert. Wer sonst sollte das tun? Sagte Tammy. Aber der Arzt sagt, ich könnte noch einige Monate haben, bevor ich ins Hospiz muss, bemerkte Arthur. Natürlich könnt ihr eure Jobs nicht kündigen und bei mir sitzen. Ihr zahlt derzeit für 2 Kinder im College, bemerkte Arthur. Ich arbeite für eine nationale Versicherungsgesellschaft, die Familienurlaub wirklich mag, erklärte Tammy. Robert kann seinen Urlaub und etwas persönliche Zeit nehmen. Das könnte insgesamt etwa 2 Monate Zeit bedeuten, Liebling. Ich bemerkte, das ist nicht genug. Nun, du kannst es eine Woche nach der anderen nehmen und es auf 4 Monate ausdehnen. Den Rest der Zeit kann ich mich selbst darum kümmern, sagte Tammy. Mir gefiel nicht, wohin das führte. Ich wusste, dass Arthur ein alter Freund war. Aber meine Frau hatte sich gerade freiwillig gemeldet, ein paar Monate von mir und unserem Zuhause getrennt zu sein, um sich um ihn zu kümmern. Und da sie es direkt vor ihm getan hatte, bedeutete das, dass ich wie der größte Bösewicht der Welt aussehen würde, wenn ich ihr Angebot ablehnte. Aber trotzdem, Tammy, das ist ein mutiges Engagement. Ich fing an zu sagen, aber sie gab mir einen sarkastischen Blick und unterbrach mich. Dann ist es entschieden. Das werden wir tun, sagte sie. Ich schluckte schwer und biss mir auf die Zunge. An diesem Abend hatte ich kaum Zeit, durch die Tür zu gehen, bevor ich explodierte. Was zum Teufel, Tammy? Willst du mich für 6 Monate oder so verlassen, um auf deinen alten Freund aufzupassen? Du bist egoistisch, schrie ich sie an. Ist es das, worum es geht? Kannst du nicht vergessen, dass er vor dir mit mir geschlafen hat? In dieser Nacht schlief ich in Harolds altem Schlafzimmer. Es dauerte 3 Tage, bis wir zu einer Art Vereinbarung kamen, um Arthur zu helfen, was in der Ehesprache bedeutet, dass Trace ihren Willen bekam und wir alles genauso machten, wie sie es versprochen hatte. Arthur war demütig und dankbar. Ich muss zugeben, dass ich mich nach dem ersten Monat wie ein etwas egoistischer Idiot fühlte. Ich muss auch zugeben, dass ich nach dem ersten Monat von der Arbeit, der Pflege des Hauses und der Hilfe für Tammy bei der Pflege von Arthur, der sowohl gute als auch schlechte Tage hatte, erschöpft war. Vielleicht lag es daran, dass ich müde war, aber im zweiten Monat hatte ich das Gefühl, dass zwischen Tammy und mir etwas nicht stimmte. Ich wusste, dass sie manchmal müde von allem sein musste, was sie für Arthur tat, mehr als ich es für notwendig hielt, also verbrachte ich nicht zu viel Zeit damit, mir Sorgen zu machen. Was mich mehr störte, waren die Blicke, die Tammy und Arthur sich mehrere Male austauschten, während ich da war, als hätten sie ihre eigene besondere Sprache. In den nächsten 2 Monaten ging alles bergab. Mehrmals fühlte ich mich, als würde ich ihnen meine Anwesenheit aufzwingen. Ich war auch etwas überrascht, dass Tammy in unseren sexuellen Begegnungen nach einer Woche der Trennung etwas reserviert schien. Ich war bereit, sie anzugreifen, als ich sie traf, aber sie schien fast gelangweilt. Wieder schob ich es auf geistige und körperliche Erschöpfung. Nach 4 Monaten gingen mir die Tage aus, und obwohl sich Arthurs Zustand verschlechterte, wusste ich, dass er noch etwas gute Zeit hatte. Tammy würde die Last alleine tragen müssen, und ich würde akzeptieren müssen, dass ich einen Monat oder länger alleine sein würde. Nachdem mein Urlaub zu Ende war, half unsere Tochter Kelly mit, was ich für großartig hielt, da Arthur ihr Pate war. Sie verbrachte 2 separate Wochen damit, ihrer Mutter zu helfen. Etwa einen Monat später musste Arthur in die Hospizpflege, und einen weiteren Monat später war er weg. Ich flog erneut nach Kalifornien zur Beerdigung. Tammy war genauso untröstlich wie Arthurs Eltern. Beide Eltern dankten Tammy und mir endlos dafür, dass wir Arthur geholfen hatten. Ich lenkte den größten Teil des Dankes in der ersten Woche nach der Rückkehr nach Hause auf meine Frau. Tammy verhielt sich mir gegenüber fast distanziert, was sich auf die Trauer zurückführte. Dann war es, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre, und in den nächsten 3 Wochen hatten wir jeden einzelnen Tag Sex oder machten Liebe. Ich fühlte mich wieder wie ein Kind. Einen Monat nach unserer Rückkehr nach Hause bekam ich den Schock meines Lebens, als Tammy mit einem positiven Schwangerschaftstest aus unserem Badezimmer kam. Rückblickend hätte ich schockiert sein sollen, dass sie selbst nicht schockiert schien, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, auf den Beinen zu bleiben, nachdem sie ihre Aussage gemacht hatte.
Tammy und ich waren 45, unsere Kinder waren 22 und 20, und Moment mal, nahm sie nicht die Pille? Es tut mir leid, Schatz, aber ich habe vergessen, die Pillen mit nach Kalifornien zu nehmen, und als ich aus der Gewohnheit kam, sie zu nehmen, als ich nach Hause zurückkehrte, habe ich es nicht mehr erinnert. Du weißt, dass keiner von uns an Abtreibung glaubt. Wir können es wieder tun, du und ich, hörte ich mich selbst aus irgendeinem Teil meines Kopfes zustimmen. Heiliger Strohsack, ich werde wieder Vater. Ich lief eine Woche lang mit einem dummen Grinsen im Gesicht herum. Es tat nicht weh, dass Tammys Libido, wie bei früheren Schwangerschaften, hoch war und wir jede Nacht Sex hatten, manchmal sogar zweimal pro Nacht. Es war fast zu viel, fast. Als meine Tochter für das lange Wochenende nach Hause kam, gingen sie und Tammy den ganzen Tag einkaufen, um Schwangerschafts- und Babyutensilien zu besorgen. Wir hatten schon lange alles weggeworfen und verschenkt, was von unseren früheren Kindern stammte. Die Mädchen kamen glücklich und scherzend nach Hause und ich trug wahrscheinlich ein Dutzend Taschen aus dem Auto. Die Mädchen bereiteten schnell das Abendessen zu, und wir lachten alle, als Tammy uns ihre zufälligen Gedanken über den Unterschied zwischen dem, was sie heute kauft, und dem, was vor ein paar Jahrzehnten verfügbar war, erzählte. Sie bemerkte auch, dass sie sich in der Umstandsmode, die sie gekauft hatte, nicht ganz wohl fühlte, weil sie alle für Frauen gemacht waren, die 10 bis 20 Jahre jünger waren als sie, und sie sich ein wenig fehl am Platz fühlte. Tammy wurde jede Woche größer und in meinen Augen schöner, trotz meiner ständigen Gefühle der Angst. Ich konnte einfach nicht verstehen, was vor sich ging, oder vielleicht wollte ich es einfach nicht verstehen. Ein paar Monate später war ich im Büro, als ich einen unerwarteten Anruf von Tammy erhielt, die unbezahlten Urlaub genommen hatte und nur für 3 Monate zur Arbeit zurückkehrte. »Hey, Daddy, wie wäre es, wenn wir das Mädchen heute ins Krankenhaus bringen?«, fragte sie mit verführerischer Stimme. Da Tammy meines Wissens nur etwa 6 bis 6,1/2 Monate alt war und der Ton ihrer Stimme unglaublich sexy war, hatte ich keine Ahnung, was sie von mir wollte. »Warum ins Krankenhaus, Liebling? Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte ich mit mehr als nur ein wenig Besorgnis in meiner Stimme. »Nun, Schatz, mein Wasser ist gebrochen und ich bin einfach zu faul, um ins Krankenhaus zu gehen«, schnurrte sie. Oh, das war alles, was ich antworten konnte. Ich schnappte mir meine Autoschlüssel, rannte ins Büro meines Chefs, um ihm meine Neuigkeiten zu erzählen, und rannte zu meinem Auto. Ich lebte 15 Minuten vom Büro entfernt, aber an diesem Tag schaffte ich es in 12 Minuten. Ich dachte die ganze Zeit, dass Tammy erstaunlich unerschütterlich war, wenn man bedenkt, dass ihr Satz nur 6,6 und 2 Monate betrug. Ich wusste, dass eine Frühgeburt keine gute Auswirkung auf die Gesundheit des Kindes hat. Ich konnte nicht glauben, wie ruhig Tammy war, als ich nach Hause kam, aber 2 andere Kinder müssen ihr dieses Selbstvertrauen gegeben haben. Ich war sogar nervöser als bei meinen ersten beiden Kindern. 10 Stunden später war ich der Vater einer wunderschönen, perfekten zweiten Tochter, außer dass ich es nicht war. Das krankhafte Gefühl in meinem Magen kann nicht einmal erklären, wie schlecht ich mich plötzlich fühlte, nachdem die Krankenschwester das Baby mitgenommen hatte, um es zu säubern. Sie begann, es mir zu reichen, aber ich wich instinktiv zurück, sehr zum Schock der Krankenschwester. »Das ist ein vollentwickeltes Kind, oder, Dots?«, fragte ich in nicht mehr als einem Flüstern. Sie sah mich an, dann Tammy, die immer noch von einer anderen Krankenschwester gereinigt wurde. Sie tauschten bedeutungsvolle Blicke aus. Dann sah ich, wie Tammy fast unmerklich den Kopf schüttelte. »Es tut mir leid, Herr Marsley, aber ich habe keine Erlaubnis, mit Ihnen über die Gesundheit des Kindes zu sprechen. Sie stehen nicht auf der Datenschutzliste«, antwortete sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber in diesem Moment verlor ich die Beherrschung. »Verdammter Hippa«, schrie ich, während sie und alle Krankenschwestern im Kreissaal zurücksprangen. »Wenn das mein Kind ist, habe ich jedes Recht, nach seiner Gesundheit zu fragen, und wenn es nicht meins ist und sie das wissen, dann dürfen sie meinen Namen nicht ohne meine Erlaubnis auf die Geburtsurkunde schreiben, und sie sind jetzt nicht da. Bringen Sie mir diesen verdammten DNA-Test.« Es war totenstill, als ich auf dem Absatz kehrt machte und den Kreissaal verließ und dabei meine Umstandskleidung ablegte. Als ich das Krankenhaus verließ, erhaschte ich einen Blick auf meine Eltern und Tammys Eltern im Wartezimmer. Ich hielt an der Bar für die Schüsse 6 und 7 und aß einen Hamburger. Zu diesem Zeitpunkt hatte mich fast jeder in meinem Leben angerufen, außer dem Arzt mit den DNA-Ergebnissen. Ich schätze, dass Tammy niemandes Zeit verschwenden wollte, denn zu diesem Zeitpunkt war im Grunde alles entschieden. Oh verdammt, wahrscheinlich 7 Schüsse Check und 1 Tonne Stress.
Wichtiger als die Tatsache, dass deine Frau das Baby eines anderen bekommen hat, denn in dieser Nacht schlief ich wie ein Stein. Meine Mailbox und meine Nachrichtenboxen waren voll, da ich annahm, dass nichts passiert war, nachdem ich gegangen war. Ich hätte Tammy und das Baby heute nach Hause bringen sollen. Ich duschte und fuhr zum Krankenhaus, wobei ich mich ein wenig schlechter als schrecklich fühlte. Tammy stillte, als ich in ihr Zimmer kam. Ich ging hinein und setzte mich auf den Stuhl neben ihrem Bett, ohne ein Wort zu sagen. Das Baby döste, also nahm Tammy es weg und legte es in das Bettchen neben dem Bett. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, Robert, sagte Tammy leise, während ihre Augen sich mit Tränen füllten. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich ging dorthin, um ihm zu helfen und sein Freund zu sein, ehrlich, aber dann hatte er ein paar schlechte Tage hintereinander und an einem Punkt weinte er in meinen Armen und dann landeten wir im Bett und alles war wie früher. Und sobald das einmal passiert war, war es so einfach weiterzumachen, außer wenn du kamst, um zu helfen. Dann schliefen du und ich wieder miteinander und es war unangenehm und ich fühlte mich schuldig, aber ich wusste nicht, wie ich aufhören sollte. Oder vielleicht wollte ich nicht, dass es aufhört. Wir schliefen 4 Monate lang miteinander, die letzten 2 Monate nonstop, wenn du nicht da warst, aber ehrlich gesagt, du und ich hatten Sex, als ich nicht die Pille nahm, und du hättest mich genauso gut schwängern können, außer dass das nicht der Fall war. Sie hielt ihre Augen auf das Kind gerichtet, während sie mir ihre Geschichte erzählte. Ich nahm es langsam auf, bis warte, du hattest Sex mit Arthur, während Kaye zu Besuch war, fragte ich in einem da. Tammy errötete karmesinrot, und es kostete mich all meine Selbstbeherrschung, sie nicht zu erwürgen. Sie wusste es und sagte kein Wort zu mir. Ich rief aus voller Enttäuschung, sag mir, dass du sie zumindest bedroht oder bestochen hast. Das kann nicht wahr sein. Wusste Harold auch Bescheid? Was ist mit unseren Eltern? Weiß die ganze Welt, dass ich ein verdammter Hahnrei bin? Tammys Augen weiteten sich und Tränen fielen langsam aus ihren Augen. Ich kenne meine Tochter Robert. Ich wusste einfach, dass sie es verstehen würde, also haben wir nie versucht, es vor ihr zu verbergen. Ja, ich bat sie, es niemandem zu sagen. Ich sagte ihr, es sei meine Schuld, sagte Tammy. Nein, Harold wusste es nicht und weiß es immer noch nicht. Niemand weiß es außer dir, mir und Kelly. Ich möchte, dass es so bleibt, damit wir das Richtige für Robert Geraldine tun können. Ich weiß, dass sie technisch gesehen nicht deine ist, aber sie ist jetzt deine. Und wir müssen die gleichen Eltern für sie sein, die wir für Kelly und Harold waren. Wir sind ihre Eltern, Punkt, Ende der Geschichte. Wir tun das für sie und zu Ehren unseres besten Freundes. Bester Freund? Fragte ich erneut. Offensichtlich war ich nicht sein bester Freund. Sonst hätte er nicht mit meiner Frau geschlafen. Das kann man seinem besten Freund nicht antun. Er lag im Sterben, Robert, und außerdem hatten er und ich früher Sex. Ja, aber du hattest keinen Sex mit ihm, während du mit mir verheiratet warst, es sei denn, du erzählst mir etwas anderes. Ihre blauen Augen leuchteten fast vor Wut. Nein, nein, Robert Geraldine, ist es wahr? Soll das mich weich machen? Wie lautet ihr Nachname, Robert Geraldine Martin? Das ist auch mein Nachname, erinnerst du dich? Aber auf der Geburtsurkunde ist sie als Arthurs Tochter eingetragen, obwohl niemand außer dir und mir dieses Dokument sehen sollte, wenn du immer noch nicht vorhast, als ihr Vater aufgeführt zu werden. Oh ja, sagte ich. Warum, Robert? Er war unser bester Freund. Er ist weg. Ich gab ihm Trost und Liebe in seinen letzten Tagen. Ist das so schlimm? Du klingst so mitfühlend. Aber du warst eine verheiratete Frau. Du hast mit deinem Mitgefühl eine Grenze überschritten. Du hast mich nicht gefragt, bevor du deine Gelübde gebrochen, unser Vertrauen zerstört und mich respektlos behandelt hast. Ja, ich verstehe, dass das dein Körper ist und du mir nicht gehörst, aber wir haben ein Gelübde der Treue vor Gott und unseren Familien abgelegt. Zumindest hätten wir das zuerst besprechen sollen. Unsere Gelübde wurden nicht im luftleeren Raum abgelegt und ich werde um nichts in der Welt ein Kind großziehen, das von einem anderen Mann mit meiner untreuen Frau verdorben wurde. Es ist Arthurs Baby, Tammy jammerte. Würdest du darüber nachdenken, sie großzuziehen, wenn Arthur gestorben wäre und sie allein gelassen hätte? Nein, das würde ich nicht, aber ich habe nie zugestimmt, sein geliebtes Kind mit dir großzuziehen. Ich sagte traurig, du weißt, dass ich dich liebe, Robert. Ich möchte dich und das, was wir haben, nicht wegen dieses Fehlers verlieren, sagte sie und beendete meinen Satz. Nein, das wollte ich nicht sagen, antwortete sie. Okay, vielleicht war es nicht die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, aber ich werde es nicht als Fehler bezeichnen. Der Fehler war, dass wir das nicht zuerst besprochen haben, und das ist meine Schuld.
Wir haben das nicht zuerst besprochen, weil du wusstest, dass ich nie zustimmen würde, dass du mit Arthur schläfst, geschweige denn ein Kind mit ihm bekommst. Ich knurrte, und wenn du nicht schwanger gewesen wärst, hättest du mir wahrscheinlich nie von dem Sex erzählt, trotz der Art und Weise, wie du sagst, dass alles begann. Du hast eine willentliche Entscheidung getroffen, damit weiterzumachen, und du hast es sogar vor unserer Tochter getan. Ich weiß, wie man Demütigung buchstabiert, und es heißt B-O-B-B-I. Vielen Dank. Kelly und Harold waren beide am nächsten Wochenende zu Hause, um ihr neues Geschwisterchen zu sehen. Ich war bestenfalls lauwarm, als meine Tochter das Haus betrat, und sie sah schuldbewusst aus. An diesem Abend kochten Kelly und ich gemeinsam das Abendessen, nachdem sie und Harold etwa eine Stunde lang über das Baby gesprochen hatten. Sie sah mich die ganze Zeit, die wir in der Küche herummanövrierten, nicht direkt an, und nach dem Essen war es ziemlich ruhig. Harold räumte das Geschirr weg, und ich nahm Kaye an der Hand und führte sie auf die hintere Terrasse, damit wir unter vier Augen reden konnten. Wir hatten kaum Zeit, uns auf ein paar Stühle zu setzen, bevor ich sie sprechen ließ. Du wusstest, dass sie mich betrügt, und hast kein Wort gesagt, zischte ich. Kelly zuckte bei meinem Ausbruch zurück, und ihre Augen begannen zu tränen. Sie senkte ihren Blick, begann zu sprechen und sah schließlich mein erschöpftes Gesicht an. Ich dachte, es sei großartig, was du und Mom für Onkel Arthur getan habt, und als Mom tat, was sie tat, nun, zuerst war ich ein wenig schockiert, aber als ich darüber nachdachte, begann ich es als Mut, Traurigkeit, Mitgefühl, Liebe und Tragödie zu sehen. Es war fast wie Shakespeare. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dass sie schwanger werden könnte. Ich dachte, er sei zu krank dafür, außerdem nahm ich an, dass sie die Pillen nimmt. Was ist mit der Tragödie, die meine Ehe geworden ist? Hast du wenigstens ein bisschen an den guten alten Dad gedacht? Natürlich nicht. Die Kinder kehrten am Sonntagnachmittag nach diesem Wochenende ins College zurück. Es waren nur noch wir drei und das Haus war verdammt ruhig. In den nächsten Tagen versuchte Tammy mehrmals, mich zu bitten, ihr mit dem Baby zu helfen, selbst wenn es nur darum ging, es für ein paar Minuten zu halten. Ich lehnte jedes Mal ab, sehr zu ihrer Enttäuschung. Du wirst dich wie ein Fünfjähriger benehmen, schrie sie mich eines Tages an, als sie mich bat, Robert für eine Minute aus irgendeinem Grund zu halten. Werde erwachsen, zieh deine großen Jungenhosen an. In all den Jahren, die wir zusammen waren, hatte Tammy mir wahrscheinlich nur ein paar Mal ein Schimpfwort an den Kopf geworfen. Ich wusste, dass sie wütend war, aber das war nicht mein Problem. Ich sah sie wie ein Zombie an und verließ wortlos den Raum. Die Arbeit war mein Trost. Ich konnte 40 Stunden pro Woche von zu Hause weg sein. Wenn ich zu Hause war, war ich oft allein. Ich hatte etwas, woran ich arbeiten konnte. Ich erkannte, dass ich das Kind nicht bestrafen sollte. Es war nicht ihre Schuld, aber gleichzeitig war es nicht meine Angelegenheit. Sie war Tammys Angelegenheit. Letztendlich kam ich zu dem Schluss, dass die Scheidung meine einzige Option war. Ich konnte Tammys Verrat und Respektlosigkeit nicht ertragen, und jedes Mal, wenn ich das Baby sah, sah ich in meinem Kopf nur Tammy und Arthur beim Sex. Ich kam nach Hause und fand Tammy am Küchentisch sitzend, eine Tasse Kaffee und den Inhalt eines großen braunen Umschlags vor sich ausgebreitet. Sie schniefte und weinte. Ich werde wahrscheinlich etwas zu essen bestellen, Pepperoni-Pizza und Brotstangen. Okay, sagte ich leise, als ich den Raum betrat. Was interessiert dich das Abendessen? Zischte sie mich an. Ihr Ton war voller Gift. Liebst du mich nicht mehr? Ich seufzte schwer, nahm eine Tasse Kaffee und setzte mich an den Tisch. Nicht so sehr wie vor ein paar Wochen, antwortete ich. Du siehst oder kannst nicht sehen, dass du alles ruiniert hast, als du ins Bett unseres besten Freundes gestiegen bist. Jetzt, wenn ich du wäre, würde ich mir einen Anwalt besorgen und zu Arthurs Eltern gehen und ihnen sagen, dass sie eine Enkelin haben. Ich bin sicher, sie werden absolut begeistert sein. Du weißt, dass ich keine Scheidung will. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du dich beruhigst und darüber nachdenkst. Wärst du allein besser dran? Das bezweifle ich. Denk darüber nach, Schatz. Das ist alles, woran ich gedacht habe. Es geht nicht um mich. Der Punkt ist, du hast unsere Gelübde gebrochen und mir das Herz herausgerissen. Ich sagte, aber wenn du mich liebst, gibt es dann keine Vergebung in deinem Herzen? Wir können das durchstehen. Wir gehören zusammen, Robert. Du weißt das. Ich dachte, ich wüsste es, aber das ist nicht einer dieser Fälle, in denen man einfach sagen kann, dass es mir leid tut. Und alles wird magisch besser. 24 Jahre verschwendet. Mein erster Anruf ging an meinen Sohn. Ich legte das Wesentliche von Emmys Handlungen dar und dass das Kind Arthurs Kind war. Er hörte schweigend zu,
Dann hörte ich ein Flüstern von verdammt. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Scheidung eingereicht habe. Ich hoffe es, Dad. Das ist absolut die richtige Entscheidung. Was hat Mon sich dabei gedacht? Er versuchte, mich zu trösten. Ich konnte sehen, dass er sehr wütend auf seine Mutter war. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, indem ich ihn daran erinnerte, dass ich, obwohl Tammy mir das angetan hatte, wusste, dass sie ihn immer noch genauso sehr liebte wie zuvor. Er fragte mich, was ich mit dem Kind machen würde. Absolut nichts, weder finanziell noch emotional. Ich muss sie weder unterstützen noch mir Sorgen um sie machen. Ich weiß, dass finanziell alles in Ordnung sein wird. Ich antwortete, dass ich helfen würde, mich um deine Halbschwester zu kümmern, Dad, Halbschwester. Ich habe meinen Eltern nichts erzählt, bis zu dem Tag, an dem Tammy die Vorladung erhielt. Mein Vater war wütend auf uns beide, auf Tammy wegen ihres Verrats und auf mich, weil ich zugestimmt hatte, Tammy für eine gewisse Zeit mit Arthur allein zu lassen. Du wusstest, dass sie schon seit Jahren etwas füreinander empfanden. Ich kann nicht glauben, dass du so naiv sein konntest. Selbst wenn du ihr vollständig vertraut hast, komm schon, Mann. Du weißt, dass du keinem anderen Mann vertrauen kannst, wenn es um deine Frau geht. Ich musste zugeben, dass ihr recht hatte. Ich musste mit Händen und Füßen kämpfen, um zu verhindern, dass Tammy mit Arthur allein war. Das war zumindest auf meinem Gewissen. Mom sah die Dinge ganz anders als Dad. In ihrer Meinung war ich im Unrecht, weil ich Tammy verlassen hatte und nicht versucht hatte, Frieden zu schließen. Jeder macht Fehler, sagte sie leise, während Dad da saß und die Stirn runzelte. Mom, es wäre ein Fehler gewesen, wenn sie einmal mit ihm geschlafen hätte. 4 Monate lang mit ihm zu schlafen, war eine bewusste Entscheidung, kaum ein Fehler, und ohne Verhütungsmittel mit ihm zu schlafen, ist unbegreiflich. Ich sagte, aber Robert, du weißt, dass du sie immer noch liebst, und sie wird Hilfe bei der Erziehung des Kindes brauchen. Es ist deine Aufgabe, Robert. Außerdem, sagte sie, werde ich dieses Kind immer noch als meinen dritten Enkel betrachten. Außerdem sagte mir ihre Stimme, dass Mom auf Tammys Seite war, weil sie mich bei meinem vollen Namen nannte. Dad schaute an die Decke, dann wieder zu mir. Er wusste, dass er später Ärger von ihr bekommen würde. Ich habe Kelly nicht angerufen. Ich dachte, sie war wahrscheinlich Tammys erster Anruf, nachdem sie die Vorladung erhalten hatte. Meine Vermutung bestätigte sich, als eine verärgerte Kelly mich später an diesem Tag anrief. Onkel Arthur ist tot, Dad. Vergiss den Sex jetzt. Sie kann es nicht mehr rückgängig machen. Geh weiter. Du und deine Mom liebt euch immer noch. Und jetzt gibt es auch noch ein Baby. Sei ein Mann für Mom und Robert, geh. Sie gab praktisch weise Ratschläge von jemandem, der nicht das Bedürfnis verspürte, ihrem eigenen Vater zu sagen, dass ihre Mutter mit einem anderen Mann fremd ging. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr verpflichtet, mir Sorgen darüber zu machen, was du denkst. Ich antwortete. Später erfuhr ich, dass Arthurs Eltern schockiert und erfreut waren, als sie erfuhren, dass sie einen Enkel hatten. Sie waren verärgert, dass Tammy plante, die Nachricht geheim zu halten, sagten ihr aber, dass sie ihre Gründe verstanden. Einen Tag später riefen sie mich an und baten mich, bei Tammy zu bleiben und Arthurs Tochter großzuziehen. Sie wussten, dass wir viele Jahre lang sehr eng befreundet waren und dachten, dass ich die beste Person sei, um Arthurs Tochter ein Vater zu sein. Vielen Dank für euer Vertrauen und euer Kompliment, aber ich bin nicht diese Art von Mensch. Ich muss zugeben, dass ich so wütend auf Arthur und Tammy bin, dass ich nicht klar sehen kann. Ich konnte praktisch spüren, wie Arthurs Eltern zusammenzuckten, als die Leitung still wurde. Ich fühlte mich schlecht, aber nicht so schlecht. Ich war ehrlich. Natürlich riefen auch meine Verwandten an. Sie baten mich ebenfalls, bei Tammy zu bleiben. Sie gaben zu, dass das, was sie getan hatte, schrecklich und dumm war, aber sie waren sich sicher, dass sie mich immer noch liebte und ihr Kind mit mir großziehen wollte. Ich dankte ihnen für ihre Sorge, sagte ihnen aber, dass ich nicht wusste, ob ich jemals über das Entsetzen und die Dummheit hinwegkommen könnte. Natürlich kämpfte Tammy um die Scheidung. Sie und ihr Anwalt schafften es, 12 gemeinsame Beratungssitzungen zu arrangieren. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte, aber ich würde kein leichtes Opfer sein. Der Joseline Kadams sah sehr ordentlich und professionell aus, als ich ihr Büro betrat. Ich schätzte, dass sie etwa 10 Jahre älter war als Tammy und ich, und sie trug eine graue Jacke über einem sehr geschäftsmäßigen Rock, was ich bemerkte, als sie aufstand, um mich mit einem festen Händedruck zu begrüßen. Tammy saß bereits auf dem Stuhl zu meiner Rechten vor dem großen Schreibtisch. Sie bat Tammy, ihre Seite der Geschichte zuerst zu erzählen, und da ich sie bereits kannte, verfiel ich wohl in meine eigene kleine Welt. Ich bin sicher, dass Tammy das Mitgefühl betonte und den Verrat herunterspielte. Das nächste, was ich weiß, ist, dass der Dotz mich auf meinem Tagtraum weckte.
Ich nahm fälschlicherweise an, dass ich meine Seite der Geschichte erzählen müsste. Herr Martin, es scheint mir, dass die Macht hier bei Ihnen liegt. Sie können Ihre Ehe und Ihre Familie retten, indem Sie einfach ein erwachsener Mann sind, Ihr Ego beiseite legen und daran arbeiten, zu dem zurückzukehren, was Sie mit Tammy hatten. Wo, das hatte ich nicht von jemandem erwartet, der professionell sein sollte. Es war im Grunde die gleiche Position, die fast jeder eingenommen hatte. Ich musste ein Mann werden und akzeptieren, was passiert war. War ich in einem Paralleluniversum gelandet? Warten Sie eine Sekunde, Dots, begann ich, bevor sie mich unterbrach. Die R oder die R um Kadams, bitte. Wir werden hier einen professionellen Ansatz beibehalten. Ich möchte nicht, dass einer von euch mich wie einen persönlichen Freund oder Verbündeten behandelt. Denken Sie das, die R um Kadams? Ist das die Hauptsache für Sie? Es scheint mir, dass Sie bereits eine Seite gewählt haben, ohne meine Geschichte zu hören. Ich stand auf, drehte mich um und ging hinaus. Auf dem Heimweg rief ich meinen Anwalt an und sagte ihm, dass er einen neutralen Berater finden müsse, sonst würde ich an keinen weiteren Sitzungen teilnehmen. Der zweite Berater hörte zumindest meine Geschichte an, nachdem er Tammys Geschichte akzeptiert hatte, aber ich wusste, dass ich immer noch gegen den Strom schwamm. Sie haben zugegeben, dass Sie Ihre Frau immer noch lieben, Herr Martin. Ihre Frau liebt Sie immer noch sehr und jetzt hat sie auch ein Kind. Was muss getan werden, um die Familie wiederherzustellen? Fragte die R. Lauren Scott. Zunächst einmal waren wir nie eine Familie. Das ist nicht mein Kind. Ich werde das Kind eines anderen nicht großziehen, antwortete ich. Also geht es hier um Ihr Ego, sagte der R. Scott mit einem mehr als selbstgefälligen Ausdruck auf ihrem schmalen Gesicht. Ich kann bei euch Leuten nicht gewinnen, oder? Warum geht es hier überhaupt um mich? Lassen Sie mich Ihnen ein Bild mit Worten malen und ich werde langsam sprechen, damit Sie alles mitbekommen. Ich war nicht derjenige, der meine Frau betrogen und mein Gelübde gebrochen hat, indem ich mit einer anderen Person Sex hatte, und ich war nicht derjenige, der das Kind einer anderen Person zur Welt gebracht hat. Sie sollten sie fragen, warum sie die Entscheidungen getroffen hat, die sie getroffen hat, und was sie denkt, dass sie tun kann, um diese schlechten Entscheidungen zu überwinden, wenn überhaupt. Ich sah zu Tammy hinüber und sah, dass sie die Stirn runzelte. Ich sah, dass der Berater sein Bestes tat, um ein gleichgültiges Gesicht zu bewahren, wie der alte Monty Python-Witz. Niemand erwartet die spanische Inquisition, und ich hatte sie nicht erwartet. Herr Martin, wenn Sie sich von Ihrer Frau scheiden lassen und in der Zukunft eine andere Frau heiraten, die bereits Kinder hat, werden Sie dann tatsächlich das Kind eines anderen großziehen? Fragte der Herr Scott. Nun, ich denke, Sie haben meinen Punkt verstanden, Dots. Aber in Tammys Fall wurde das Baby gezeugt, während sie mit mir verheiratet war, was ich für einen ziemlich großen Unterschied halte, oder? Sie gab mir ein leichtes Nicken, aber offensichtlich war sie noch nicht fertig. Aber da der Mann in Frage vor der Geburt des Kindes starb, sind wir uns da nicht einig? Sind Sie in dieser Angelegenheit nicht einfach kleinlich? Sagte die R. Scott. Kleinlichkeit ist, wenn man weiß, dass man etwas Falsches getan hat, aber beschließt, zu lügen, indem man es nicht sagt. Sie hat mir nichts gestanden, bis ich sie erwischt habe. Sie begann fortzufahren, aber ich beendete es. Hören Sie, Dots, das ist lustig, ja. Ich liebe sie immer noch. Man kann es nicht einfach sofort abstellen. Aber wie kann sie sagen, dass sie mich liebt, wenn sie mich betrogen hat, von einem anderen schwanger geworden ist und versucht hat, das Kind als meines auszugeben? Vielleicht liebt sie mich ein bisschen, aber wenn sie mich so sehr liebt, wie sie sagt, wäre das nicht passiert. Es war keine einmalige Sache, Dots. Sie und ihr Liebhaber hatten zahlreiche Beziehungen. Sie erzählt jedem, dass es rein aus Mitgefühl geschah. Er war ein enger Freund und er starb. Nun, wenn es so mitfühlend war, warum kam sie dann nicht zu mir, ihrem Ehemann, und besprach diese Entscheidung zumindest mit mir? Weil sie die Antwort kannte. Ich hätte Nein gesagt und sie wusste es. Ich verstehe, dass es ihr Körper ist und sie denkt wahrscheinlich, dass sie damit machen kann, was sie will. Aber sobald wir das Gelübde gesprochen haben, hat sie das Recht aufgegeben, ihren Körper einseitig einem anderen Mann zu geben, zumindest ohne es zu besprechen oder mich zu informieren, genauso wie ich es tun muss, wenn ich jemals meinen Körper einer anderen Frau für irgendeinen Grund geben möchte. Sobald wir uns gegenseitig das Gelübde gegeben haben, handeln wir nicht mehr im luftleeren Raum. Es ist einfach, Dots. Dots saß wie ein Patient im Koma, nur mit offenen Augen. Sie tippte ein paar Sekunden lang mit dem Finger auf ihr Tablet. Haben Sie also noch genug Liebe übrig, um den Schritt nach vorne zu machen und zu versuchen, ein Ehemann und Vater zu werden? Sie sagen, dass Sie immer noch Liebe für Ihre Frau empfinden.
Der biologische Vater des Kindes ist tot. Es gibt keinen Grund, sie zu einem Opfer zu machen, sagte Dr. Avan. Schritt nach vorne, nette Formulierung, Dots. Meine Männlichkeit angreifen, Schuldgefühle erzeugen. Meine Liebe zu ihr schwindet jede Minute. Kent, es ist bedauerlich, aber nicht mein Problem. Übersetzung: Es gibt keine Chance, diese Ehe zu retten. Wir hatten eine zweite Sitzung mit dem Berater. Ich sagte nichts anderes als Hallo und auf Wiedersehen. Tammy jammerte und bettelte und weinte. Ich sehe, dass Sie sich nicht brechen und nicht einmal darüber nachdenken werden, Herr Martin. Ich werde dem Richter sagen, dass es zwischen euch beiden vorbei ist. Danke, Dots. Die Scheidung wurde 6 Monate später, gerade rechtzeitig zu Weihnachten, abgeschlossen. Wir lebten in einem Staat, in dem die Scheidung ohne Schuld erfolgt, sodass wir alles gleichmäßig aufteilten, außer dass Tammy mir meinen Anteil am Haus bezahlte, was für mich in Ordnung war, da sie ein Kind großzuziehen hatte. Als Arthur starb, hinterließ er uns den größten Teil seines Nachlasses, sodass Tammy Geld für ein Haus hatte. Sie erhielt auch mehrere Jahre Unterhalt, da ich mehr verdiente als sie. Obwohl mein Sohn immer noch in meiner Ecke stand, sozusagen, verstand ich, dass er Weihnachten mit so viel Familie wie möglich verbringen wollte, was seine Mutter, Schwester und jüngere Halbschwester bedeutete. Ich sagte ihm, dass ich nichts dagegen hätte und wir würden das neue Jahr zusammen feiern. 2 Tage vor Weihnachten hielt ich bei meinem ehemaligen Zuhause an, um Geschenke für alle abzugeben, einschließlich meiner Ex-Frau und ihres Kindes. Es war nicht viel für Tammy und das Baby, aber ich wollte vor meinen Kindern nicht kleinlich aussehen. Tammy war überrascht, mich zu sehen, als sie die Tür öffnete und Robert Geraldine hielt. Sie sah meine beiden Taschen mit Geschenken überrascht an und ließ mich zögernd herein. Sie führte mich ins Wohnzimmer, wo ein Weihnachtsbaum stand und alles so dekoriert war, wie wir es immer gemacht hatten. Der einzige Unterschied war, dass ich die Installation und Dekoration nicht wie üblich gemacht hatte. Tammy sah den Ausdruck auf meinem Gesicht, als ich die Dekorationen betrachtete, und hielt die Tränen zurück. Wie wäre es mit etwas Eierpunsch, Robert? Und dann werde ich die Taschen unter den Baum legen. Könntest du das Baby für eine Minute halten? Ich wollte unhöflich sein. Wirklich, aber ich konnte es einfach nicht. Ich reichte zögernd das Baby, ihr Baby, mit Arthur. Ich hielt die Übelkeit zurück, die auf meinem Magen aufstieg, als sie den Eierpunsch holte. Ich stand etwa 30 Sekunden lang da und hielt das Baby so weit wie möglich von meinem Körper entfernt, als wäre es eine Art Sprengsatz. Dann legte ich es auf meinen rechten Arm, wie ich es mit meinen eigenen Kindern vor langer Zeit getan hatte, und setzte mich auf einen Stuhl. Tammy kam mit 2 Gläsern Eierpunsch herein, eines für jeden von uns, und setzte sich auf den 2. Stuhl im Raum, lächelnd, als sie das Baby an meinem Arm gepresst sah. Das bringt viele Erinnerungen zurück, Robert, sagte sie leise. Nicht jedermann hat die Fähigkeit, mit Kindern umzugehen. Ich lächelte schüchtern. Das Baby war wunderschön, im Grunde sah es aus wie seine schöne Mutter, aber ich konnte mich unter den gegebenen Umständen nie wohl mit ihm fühlen. Wenn man nicht vergisst, kann man dann wirklich vergeben? Ich glaube nicht, obwohl ich weiß, dass viele Menschen, insbesondere in meiner Familie, anderer Meinung sind. Wir plauderten eine Weile, dann nahm Tammy die beiden Taschen mit Geschenken und begann, sie unter den Baum zu legen. Als sie zu dem ersten Paket mit Robert Geraldines Namen darauf kam, hielt sie inne und fragte mit einem fröhlichen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Das hättest du nicht tun müssen, Robert, sagte Tammy, als ihr eine Träne über das Gesicht lief. Weihnachten ist ein Fest für Kinder jeden Alters, Baby. Ich konnte dein Baby nicht unbeachtet lassen. Ich sah auf das Baby in meiner Hand hinunter. Unter günstigen Umständen hätte es meines sein können. Ich spürte einen Kloß im Hals. Verdammt, ich konnte das Kind nicht hassen, obwohl ich hasste, was seine Mutter getan hatte. Ich war mir sicher, dass Tammy das Kind nicht zufällig in meine Arme gelegt hatte. Tammy schluckte wieder, als sie das erste Paket mit ihrem Namen darauf fand. Oh, Robert, ist das wahr? Das hättest du nicht tun müssen. Ich habe wirklich nichts erwartet. Ich habe dir nichts gegeben. Es tut mir leid. Mach dir keine Sorgen, Tammy. Ich möchte nur, dass ihr ein tolles Weihnachten habt. Du weißt, dass du persönlich kommen kannst. Du wirst willkommen sein. Wir werden mehr als genug Essen haben. Ich weiß, dass die Kinder auch begeistert sein werden, sagte sie. Dieses Mal nicht, Trace. Vielleicht in einem Jahr. Es ist zu früh für meinen Verstand und mein Herz, sagte Tammy und senkte die Augen. Ich wollte nicht grausam sein. Ich war ehrlich. Meine Wunden schmerzten noch. Am Heiligabend fand ich mich spät in der Nacht bei Barnes und Noble wieder.
Ich las Clive Cusslers neues Buch, das ich mir gekauft hatte, und trank einen Pfefferminz-Mokka-Latte im Starbucks im Buchladen. Als ich mich umsah, fand ich zwei andere Verlierer, die auch bei Starbucks lasen. Sie mussten uns praktisch rausschmeißen, als sie endlich schlossen. Ich kehrte nach Hause in ein stilles Haus zurück, aber ich war bereit. Am Tag zuvor hatte ich Hühnersalat gekauft und etwas Toast gemacht, um ihn darauf zu legen. Ruffles Chips und Don Julio Tequila vervollständigten die Mahlzeit. Verdammt, ich weiß, wie man lebt. Am Weihnachtsmorgen wachte ich mit einem leichten Kater auf, 4 Aspirin, ein paar Zimt-Pop-Tarts und 3 Tassen Kaffee später war ich bereit für eine große Weihnachtsfeier, nur ein Problem. Ich hatte keinen Feiertag geplant. Ich ging zum Haus meiner Eltern und wir drei genossen das Abendessen meiner Mutter mit einem gebackenen Schinken und ein paar Geschenken. Meine Kinder schenkten meinen Eltern Geschenke von mir, als sie herausfanden, dass ich für den Feiertag kommen würde. Nach dem Abendessen genossen wir heiße Schokolade mit Minzschnaps. Ich muss zugeben, dass mein Kopf voller Erinnerungen an vergangene Weihnachten war, als wir eine Familie waren. Ich gab mir selbst gegenüber zu, dass ich Tammy in gewissem Maße immer noch liebte und Zweifel hatte, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, der über mein vergangenes Leben nachdachte. Wir hoffen, es macht dir nichts aus, Robert, aber Dad und ich betrachten Robert Geraldine als unsere Enkelin und wir haben ihr Geschenke zu Weihnachten gekauft, sagte Mom, um die Stille im Raum zu brechen. Er ist tot, Robert. Arthur ist weg. Das Kind wird ihn nie kennen. Sie wird jede gute Person als ihren Vater akzeptieren. Wir stimmen nicht vollständig mit dem überein, was Tammy getan hat, aber in gewisser Weise verstehen wir es und wir lieben sie immer noch. Du kannst diese gute Person sein, Robert. Du musst eine solche gute Person sein. Jeder will es, und ich denke, du auch. Du weißt nur nicht, wie du es dir selbst eingestehen sollst. Du denkst, jeder wird weniger von dir denken, wenn du sie zurückbringst und das Kind als dein eigenes großziehst, sagte Mom mit Tränen in den Augen, als sie fertig war. Dad sah mich direkt an. Könnte ich der Einzige sein, der es nicht gesehen hat? Vielleicht, aber jedes Mal, wenn ich so dachte, wusste ich einfach, dass ich mich nie wieder im Spiegel ansehen könnte, wenn ich das täte. Sie hat mich monatelang betrogen. Sie hat versucht, mich zu betrügen, und sie hatte ein Kind mit einem anderen Mann. Ihre Worte über das Schlafen mit Arthur aus Mitgefühl klangen hohl für mich. Ein Jahr später hat sich in meinem Leben praktisch nichts geändert. Ich ging zur Arbeit und kehrte allein in meine Wohnung zurück. Ich hatte keine Dates, und die Anzahl meiner Freunde war stark reduziert. Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich nie viele Freunde. Tammy hatte viele Freunde und wir hatten viele Freunde als Paar. Aber beide haben mich nach der Scheidung größtenteils verlassen. Ich war nicht überrascht, dass ihre Freunde mich verließen, aber ich war überrascht, dass praktisch alle unsere Freunde mich verließen. Zumindest war ich überrascht, bis einer dieser ehemaligen Freunde mir die Situation erklärte. Es schien, dass Tammy jedem erzählte, dass ich sie nach der Geburt des Babys verlassen hatte, ohne zu erwähnen, dass das Kind nicht meines war. Ich saß allein an der nächsten Bar, natürlich als Carl und Susie Demi hereinkamen und sich an einen Tisch setzten. Carl und Susie waren eines dieser Paare, die ich als einen unserer Freunde betrachtete, aber als ich an ihren Tisch ging, um Hallo zu sagen, erhielt ich einen sehr kühlen Empfang. Susie verspottete mich offen und Carl war kaum höflich, obwohl ich nichts getan hatte, um sie zu beleidigen. Ich war wütend über den schlechten Empfang und wollte nicht leise gehen. Was habe ich euch beiden getan? Knurrte ich. Nicht uns, aber Tammy, sagte Susie. Wie konntest du die süßeste Frau der Welt einfach verlassen, weil sie ein spätes Kind hatte? Du bist ein Arschloch, weißt du das? Also geht es darum, sagte ich fast schockiert. Wie wäre es, wenn du dir die ganze Geschichte anhörst und dann selbst entscheidest? Beide baten mich, mich zu setzen. Aber ich war zu aufgeregt und stand einfach vor ihrem Tisch. Ich ging näher heran, weil ich nicht schreien wollte, also nehme ich an, dass niemand erwähnt hat, dass das späte Kind, von dem du sprichst, nicht meines ist. Sie lebte mit ihrem Ex-Freund und wurde von ihm schwanger, und das ist sein Kind. Er starb einen Monat, nachdem sie schwanger wurde, an Krebs, und sie versuchte, mich zu täuschen, indem sie mir weismachte, es sei mein Baby. 24 Jahre Ehe. Und das ist der Respekt und die Hingabe, die ich erhalte. Also nein, ich habe sie nicht verlassen. Sie hat mich verlassen. Sie, du und das Pferd, auf dem du gekommen bist. Ich ließ zwei schockierte ehemalige Freunde am Tisch zurück. Mein zweites Weihnachten als geschiedener Mann begann genauso wie das erste dieses Jahr im Loser Club bei Barnes und Noble am Heiligabend. Es gab 4 Personen,
mich, einen anderen Mann und zwei Frauen. Ich sah über den Rand meines Buches und musterte die Frauen. Eine hatte lockiges rotes Haar, Sommersprossen und ein hübsches Gesicht, und die andere, wo, warum ist sie hier? Sie war schön, gelinde gesagt asiatisch, mit taillenlangem schwarzem Haar und Kurven, die in einem Sweatshirt und Skinny-Shows verborgen waren. Sie hatte perfekte alterslose Haut, und ich schätzte, dass sie zwischen 50 und 55 Jahre alt war. Ich beobachtete sie etwa eine Minute lang und entschied dann, scheiß drauf. Alles, was sie tun konnte, war Nein zu sagen. Ich nahm mein Buch und Latte und ging auf sie zu. Sie hob den Kopf, als ich in Hörweite kam. Ich habe dich letztes Jahr am Heiligabend nicht hier gesehen. Du bist neu im Loser-Club am Heiligabend. Ich bin Robert, der Clubpräsident. Was hat die schöne Frau an diesem bedeutenden Tag hierher gebracht? Ich kicherte über meinen schlechten Witz, und es war das niedlichste Geräusch, das ich seit langem gehört hatte. Ich fuhr fort, ich weiß, du wirst es nicht glauben, aber ich habe ein zweites Hungryman-Abendessen im Gefrierschrank, das ich heute Abend aufwärmen kann, wenn du noch keine Reservierung hast. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich gab ihr meinen besten Welpenblick und hoffte, dass ich mich daran erinnerte, wie es geht. Nun, normalerweise mache ich so verrückte Dinge nicht, aber da du der Clubpräsident bist und Hungryman sagst, ja, ich stimme zu, kicherte sie. Übrigens, ich bin Ines Von, sagte sie. Robert Martin, Clubpräsident, zu ihren Diensten, gab ich ihr meine Adresse und sagte ihr, sie solle mich um 18 Uhr treffen. Ich ging, um die Abendessen in den Ofen zu stellen. Beide Abendessen wurden bereits aufgewärmt, als sie pünktlich um 18 Uhr ankam. Ich musste mir selbst eingestehen, dass wir beide vielleicht mehr als ein bisschen verrückt waren. Wir aßen das Abendessen am Küchentisch und tranken eine Flasche Burgunder. Ich erzählte ihr, wie es dazu kam, dass ich am Heiligabend bei Bernes und Noble saß, und dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Sie war 5 Jahre älter als ich, 52 Jahre alt, und seit 10 Jahren geschieden, nachdem sie einen gewalttätigen Ehemann verlassen hatte. Sie und ihr Mann waren 16 Jahre lang verheiratet, und seine Gewalt begann nach 10 Jahren und setzte sich fort, bis er sie mit einem gebrochenen Kiefer ins Krankenhaus schickte. Agnes war eine kleine Frau, 1,50 Meter groß und wog etwa 45 Kilogramm. Ihr Ex war 1,55 Meter groß und wog etwa 54 Kilogramm. Sie sagte, er sei als Kind oft gemobbt worden und wenn er unter Stress stand, wurde er laut und verbal grob. Nach 10 Jahren Ehe eskalierte es zu körperlicher Gewalt, aber wenn er sich beruhigte, entschuldigte er sich immer und bat um Vergebung. Wie viele misshandelte Frauen konnte sie sich einfach nicht dazu durchringen, sich von ihrem Mann zu trennen, weil sie glaubte, dass es ihre Schuld sei. Schließlich brauchte es einen psychischen Gesundheitsberater, um sie davon zu überzeugen, dass es nicht ihre Schuld war, und als sie nach einem weiteren Streit im Krankenhaus aufwachte, wusste sie, dass sie sich aus Sicherheitsgründen von ihm scheiden lassen musste. Ihr Mann wurde wegen Körperverletzung verurteilt und verbrachte 2 Jahre im Gefängnis. Danach verschwand er vollständig aus ihrem Leben. Sie ließen sich scheiden, während er im Gefängnis war. Glücklicherweise hatten sie keine Kinder. Laut ihr hatte Agnes nach der Scheidung nicht oft Dates und hatte keine Verwandten in diesem Teil des Landes. Sie gab zu, dass Weihnachten immer die deprimierendste Zeit des Jahres für sie war. Ich weiß, es war verrückt von mir, heute hierher zu kommen, aber ich wollte einfach nicht allein sein. Und wie konnte ich das Hungryman-Abendessen ablehnen? Erklärte sie. Ich fühlte mich bei Bernes und Noble selbst leid, aber nachdem ich mit Ines gesprochen hatte, wurde mir klar, dass es mir immer noch besser ging als vielen anderen. Wir saßen zusammen auf meiner Couch, tranken Wein und sahen uns ein paar Weihnachtsfilme an. Beginnend mit Dickens Version von M.R. Margot's A Christmas Carol. Ich wusste, dass etwas Besonderes an dieser Frau war, als sie meiner Meinung nach voll und ganz zustimmte, dass M.A. Margot der ultimative Scrooge war. Dann sahen wir T. Grinch. Und etwa auf halbem Weg durch IT's A Wonderful Life bemerkte ich, dass sie eingeschlafen war. Es schien ein Lächeln auf ihrem Gesicht zu sein, und sie sah so friedlich aus, dass ich eine große Decke aus dem Schrank nahm und sie halb zudeckte und unter die andere Hälfte kroch. Ich muss irgendwann eingeschlafen sein, aber als ich aufwachte, saßen Ines und ich nicht nebeneinander. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber als ich aufwachte, lagen wir mit Ines Kopf auf meiner Brust und der Hälfte ihres Körpers auf meinem. Ich schlang einen Arm um ihren Körper und umarmte sie fest, während meine andere Hand in ihre hintere Hosentasche glitt. Es war seltsam,
aber es fühlte sich so richtig an, als ich dort lag und Agnes im Arm hielt, während sie etwa 20 Minuten lang schlief. Sie rührte sich und öffnete langsam die Augen und sah mich verwirrt an. Ich hob meinen Kopf so hoch wie möglich und küsste sanft ihre Nase. Sie kräuselte sie auf niedliche Weise und schenkte mir dann das strahlendste Lächeln, das ich seit Jahren gesehen hatte. »Guten Morgen«, fragte sie schüchtern. »Frohe Weihnachten«, antwortete ich und umarmte sie fester. Wir lagen noch etwa 5 Minuten regungslos und lächelnd da, bevor sie schließlich sprach. »Ich habe das noch nie gemacht.« »Ich schwöre«, protestierte sie, ihre Wangen waren praktisch gerötet, »aber fühle ich es nur oder fühlst du es auch?« Ich grinste sie von einem Ohr zum anderen an. »Ja, verdammt, ich fühle es.« Sie bewegte sich ein paar Zentimeter näher zu mir, bis sich unsere Lippen berührten und wir küssten uns leidenschaftlich. Wir taten dies ein paar Mal mehr, bevor wir anfingen, unsere Kleidung auszuziehen. Ich spielte mit ihren schönen großen Brüsten, die hüpften. Ihre Augen waren glasig und ihr Atem ging schnell. Sie brach auf meiner Brust zusammen und eroberte dann meine Lippen mit einem weiteren heftigen Kuss. Dann umarmten wir uns. Ich atmete den Duft ihrer Haut ein. Ich knabberte an der Innenseite ihrer Schultern. Ich dachte, das sei verrückt. Ich hatte diese Frau gerade erst kennengelernt, aber wir fühlten uns so gut zusammen. Dann sah ich auf und sah, wie sie mich ansah, und ich konnte erkennen, dass sie praktisch das Gleiche dachte. »Das mag verrückt sein«, begann ich, »aber du hast heute keine Pläne, oder? Denn ich habe alles, was ich für ein erstklassiges Weihnachtsessen brauche, und wenn ich mir die ganze Mühe mache, nun, es würde sicher nicht schaden, eine schöne Frau am Tisch gegenüber sitzen zu haben.« Ihr Grinsen verwandelte sich in ein breites Lächeln, das mein Herz eroberte. »Ich brauche eine Dusche und habe keine Wechselkleidung mitgebracht. Ich kann für ein paar Minuten nach Hause laufen und sofort zurückkommen«, sagte sie. Ich lächelte zurück. »Meine Dusche ist groß genug für zwei und ich bin sicher, dass ich ein Hemd oder so etwas habe, das dir passt.« Ihre mandelförmigen Augen funkelten mich an. »Wenn du mich ohne Make-up ertragen kannst, stimme ich zu«, sagte sie. Wir duschten zusammen. Ich fand ihr eines meiner kleineren Sweatshirts, das sie ohne etwas darunter trug. Es reichte bis zur Mitte ihrer Oberschenkel und war eng genug, um zu sehen, wie ihre Brüste wackelten und hüpften, wenn sie sich bewegte. »Sieht gut aus«, sagte ich, während sie mir das Outfit zeigte. Wir gingen in die Küche und ich schenkte uns beiden ein Glas Riesling ein und begann, das Essen vorzubereiten. Agnes setzte sich an den Küchentisch und zog beide Beine zu sich heran, was bedeutete, dass die Hälfte ihres Hinterns sichtbar war und mich ablenkte. »Hast du also heute wirklich in irgendwo hinzugehen?« »Familie?« »Nichts«, fragte sie. »Eigentlich wurde ich dieses Jahr zu einem großen Familienweihnachtsessen eingeladen, aber ich sagte ihnen, dass ich ein anderes Treffen habe.« Ich antwortete: »Meine Ex lädt alle zu meinem alten Haus ein, die Kinder, meine Vorfahren, ihre Vorfahren, Arthurs Vorfahren. Das ist ein Setup. Sie wird dafür sorgen, dass ich ihr süßes Baby halte, alle Eltern werden mir sagen, dass ich ein Mann sein soll, und sie wird mir sagen, dass sie mich liebt und mich braucht und dass wir alles wieder zusammenfügen können. Ich sagte ihr, dass ich ein anderes Treffen habe, aber alle wissen, dass ich lüge. Ich sagte ihr, dass ich versuchen würde, das für eine Weile zu tun, wenn ich könnte. Keiner von ihnen kann mich verstehen. Ich habe nicht betrogen. Ich muss mich nicht entschuldigen, weil Tammy betrogen und alles versaut hat. Wir hatten etwas Besonderes, bis wir es nicht mehr hatten. Aber wenn wir schon von etwas Besonderem sprechen, wie wäre es, wenn wir über uns sprechen?« Wir lächelten beide. Ich ging zu Agnes und wir küssten uns in diesem Moment tief. Ich hörte das Geräusch eines Schlüssels im Schloss meiner Tür und meine Tür öffnete sich. Mein Sohn kam herein und rief mich. Agnes und ich erstarrten mitten im Kuss. »Pa«, rief er, kurz bevor er uns bemerkte. »Oh«, er sah uns küssen, dann sah er auf eines völlig entblößte Beine und halb entblößten Hintern. Ich denke, wir drei erröteten. Agnes senkte schnell ihre Beine und stand hinter mir, was so bescheiden war, wie sie in diesem Sweatshirt aussehen konnte. Harold drehte sich sofort von uns weg, angeblich um Agnes Bescheidenheit zu wahren, obwohl ich denke, dass er genauso verlegen war wie sie. »Mom weiß, dass ich den Schlüssel zu deinem Haus habe, und sie bat mich, hierher zu kommen und dich zurück zum Haus zu zehren, weil sie sicher war, dass du hier allein sitzt und erbärmlich bist. Nun, ich denke, du hast die Wahrheit über dein neues Treffen gesagt, und es ist kaum erbärmlich. Entschuldigung, wenn ich euch unterbrochen habe. Du hast nichts unterbrochen, außer meinen Weihnachtsvorbereitungen.« Ich sagte vielleicht ein wenig zu schnell, als Agnes und ich verwirrte Blicke austauschten.
Harold, ich muss dich bitten, dich umzudrehen, damit ich dich ordnungsgemäß Agnes, meiner Agnes, vorstellen kann. Harold drehte sich widerwillig um und ging in die Küche. Ja, es war ziemlich offensichtlich, dass Agnes unter dem Pullover nackt war. Aber zumindest war sie bedeckt. Sie sah mich an, zuckte irgendwie mit den Schultern und sah dann weg. Harold konnte nicht anders, als ein roter Mann zu sein. Er sah Agnes wieder an und gab mir dann, was ich als ein Nicken der Bewunderung bezeichnen würde. Es war schön, dich kennenzulernen, Agnes, und danke, dass du gekommen bist, um meinen Vater zu sehen, sagte Harold. Es ist mir ein Vergnügen, Harold. Dein Vater ist ein großartiger Kerl, antwortete Agnes. Ja, es scheint, dass einige Familienmitglieder das eine Weile vergessen haben, sagte er. Hat jedem die Geschenke gefallen, die ich gekauft habe? Fragte ich und wechselte das Thema. Wie hat Robert G. ihre Geschenke gefallen? Du hast immer noch deine Instinkte, Dad. Alle lieben ihre Sachen. Das Kind mag die Sachen, die du gekauft hast. Du kannst nicht glauben, wie viel sie unter dem Baum bekommen hat, als alle drei Großelternpaare da waren. Gut, okay, antwortete ich. Harold sagte dann, dass es Zeit für ihn sei zu gehen. Er nickte eines zu und ich umarmte ihn fest. Neujahr? Fragte ich. Ich verspreche, dass Agnes mehr Kleidung haben wird. Oh ja, antwortete er und errötete tief. Agnes warf mir einen harten Blick zu, nachdem Harold gegangen war. War es nicht zu unangenehm, oder? Fragte sie, und was ist das mit dem Neujahr? Bin ich nicht zuerst eingeladen? Nein, nicht dieses Mal, antwortete ich, aber wo ist meine Braut? Vielleicht am Neujahrstag, ziemlich zuversichtlich, nicht wahr? Fragte sie. Sei noch zuversichtlicher, wenn du morgen früh bei Kairos einen Ring aussuchst. Wirst du mich nach Hause gehen lassen, damit ich mich ein bisschen anziehen kann? Wenn du darauf bestehst, antwortete ich und versuchte, enttäuscht auszusehen. Am nächsten Morgen wählte Agnes einen 1 Karat Marquis-Diamantring. Dann gingen wir zum Mittagessen und ich rief meinen Sohn und dann meine Eltern an, um ihnen die Neuigkeit zu erzählen, dass ich verlobt war. Mein Sohn schien sehr glücklich für mich zu sein, meine Eltern nicht so sehr. Ich denke, sie standen immer noch unter der Illusion, dass ich Timmy zurücknehmen und ihr Kind als mein eigenes großziehen würde. Das ist so unerwartet, nicht wahr, Liebling? Fragte meine Mutter. Bist du sicher, dass du das nicht tust, um Tammy zu ärgern? Weißt du, dass sie dich immer noch liebt, Schatz? Mom, ich versuche nicht, jemanden zu ärgern. Was Tammy betrifft, die mich immer noch liebt, ihre Taten sprechen für sich, oder? Tammy liebt Tammy. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, es meiner Tochter zu sagen. Wir haben unsere Beziehung ein wenig repariert, aber sie stand immer noch auf der Seite ihrer Mutter und beharrte darauf, dass Tammys Handlung heldenhaft und mit Liebe verbunden war. Ich dachte, dass sie früher oder später herausfinden und mich anrufen würde, um ihre Mutter mir nach mehr als 25 Jahren mit Tammy vorzuziehen. Meine sich entwickelnde Beziehung zu Agnes ergab keinen Sinn. Ich konnte unsere Anziehung zueinander oder wie gut sie in mein Leben passte, nicht erklären. Wir konnten über alles reden und es schien mir, als wären wir schon immer zusammen gewesen. Ich glaubte nicht an Liebe auf den ersten Blick, aber alles sagte mir, dass es so war. Agnes war auch kein Kind mehr. Und sie schien genauso verblüfft über unsere sofortige und tiefe Anziehung wie ich. Wir verbrachten viel Zeit damit, am Anfang alles zu lernen, aber dann merkten wir, dass wir das Leben daraus saugten und es einfach natürlich fließen lassen sollten. Natürlich war es gut. Einen Monat später zog sie bei mir ein, und in den nächsten 6 Monaten waren wir selten getrennt. Mom und Dad schienen sie zu mögen, obwohl sie nicht Tammy war, aber Kelly verbarg ihre Abneigung nicht. Ich denke, weil sie immer noch wollte, dass ich wieder mit ihrer Mutter zusammenkomme. 6 Monate später hatten wir eine kleine Hochzeit. Ich lud beide Kinder und meine Eltern ein, und Agnes lud einen Cousin und einen Freund und ihre Familien ein. Ich buchte einen Raum für eine kleine Feier in einem meiner Lieblingsrestaurants. Es war ein großartiger Tag, außer dass Kelly mich in die Enge trieb und fragte, warum Tammy und Robert G. und meine Ex-Schwiegereltern nicht eingeladen waren, weil deine Mutter meine Ex-Frau ist und sie einzuladen respektlos gegenüber Agnes wäre. Außerdem scheinst du vergessen zu haben, dass wir keine Freunde sind. Ehemalige Verwandte sind auch nicht eingeladen. Agnes und Tammy trafen sich schließlich 2 Jahre später, als Kelly heiratete. Tammy plante und führte eine wunderbare Veranstaltung durch und ich bezahlte gerne alles. Agnes, eine schöne, kluge und stilvolle Dame, hielt sich von der Mutter der Braut und ihren Plänen fern. Die einzige Rolle, die ich bei der Hochzeit spielte,
Außer der Rolle des Finanziers des Jahres war die traditionelle, die Braut den Gang entlang zu führen. Mein Herz war voller Stolz und meine innere Erinnerungsmaschine arbeitete auf Hochtouren. Mehrmals sah ich Tammy an und erinnerte mich daran, wie sie und Kelly Malbücher ausmalten und Kekse backten. Es erinnerte mich daran, dass nicht alles zwischen uns schlecht war. Wir hatten 24 gute Jahre. Agnes verstand mich perfekt und umarmte mich, als wir in der Kirchenbank saßen. Ich drehte mich zu ihr um und sie drückte sanft ihre Lippen auf meine. Dann wusste ich, dass ich den Rest des Tages durchstehen konnte. Agnes interagierte mit Tammy nur, wenn es notwendig war, während des Probeabendessens und der Hochzeit, nicht aus Angst, sondern aus einem Gefühl des Richtigen. Tammy ihrerseits lief mit einem verärgerten Gesichtsausdruck herum, wann immer sie in Agnes Richtung sah. Später erfuhr ich, dass sie und alle 6 Großeltern überzeugt waren, dass sie Tammys rechtmäßigen Platz usurpiert hatte und dass die Ehe nur kurzfristig war. Unsere kurzfristige Ehe hat gerade die 25-Jahres-Marke überschritten. Agnes und ich feierten mit einem schönen Abendessen und einem ruhigen Abend der Liebe. Natürlich war es nicht die wilde und verrückte Nacht des Sex, die es vor 15 Jahren hätte sein können. Aber keiner von uns ist mehr ein Kind. Danach kuschelten wir eine Weile miteinander und schliefen dann in unseren Armen ein und dachten darüber nach. Ich kann mich wirklich nicht darüber beschweren, wie das Leben mich behandelt hat. Ich hatte eine gute erste Ehe für 24 Jahre, dann kam ich zurück und habe jetzt eine großartige zweite Ehe für 25 Jahre. Meine beiden Kinder sind verheiratet und haben mir 3 wunderbare Enkelkinder geschenkt. Tammy hat nie wieder geheiratet. Aus den Worten meiner Kinder denke ich, dass nicht viele Männer an einer Frau mittleren Alters mit einem kleinen Kind interessiert waren, selbst wenn sie eine hübsche Frau war. Sie glauben, dass sie unterwegs einige Beziehungen hatte, sonst hätte sie vielleicht bis jetzt jemanden getötet. Mein Sohn, das einzige Familienmitglied, das nach der Scheidung regelmäßig mit mir interagierte, sagte mir, dass Tammy in den ersten 5 Jahren nach meiner Heirat nicht einmal ein Date hatte. Immer noch glaubend, dass meine Ehe nicht halten würde. Ich bin sicher, Agnes war enttäuscht, sie zu enttäuschen.